Da seid mir gegrüßt, meine Freunde. Ein weiteres Special-Video zu Shadow Man. Ja, ich habe ja im ersten Special-Video euch alle Sheets gezeigt. Und ja, es ist vorgekommen, dass Shadow Man hatte ein Upgrade erhalten, 1.02 erhalten hat. Und es gibt neue Geheimnisse. Und zwar gibt es jetzt hier Area 51 Bösewichte. Und ich nehme an, das wird freigeschaltet mit diesem hier. Weil das war automatisch in der Liste drin. Also nehme ich mal an, dass das beides gleichzeitig freigeschaltet wird. Die anderen beiden neuen sind Schwindel und Alpha-Gegenstände. Und die möchte ich euch jetzt zeigen, wo die sind, damit ihr. Ich werde auch in dem anderen Video, ja na gut, falls ihr das andere Video gesehen habt, ich werde im anderen Video nochmal unten noch einen Link reinmachen zu diesem Video nachher. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wo die sind. Dazu gehen wir, ja es ist noch anderes passiert. Zum Beispiel gibt es jetzt einen weiteren Schwierigkeitsgrad und ja, wir vielleicht, oder nee, das wollte ich eigentlich nicht. Gehen erstmal hier hin, weil dem Speicher habe ich jetzt schon alles gemacht. Es gibt, ich werde euch noch mehr zeigen, aber zuerst ist die beiden Sheets, wo die zu finden sind. Ja, hier sind wir in der Maschine und hier ist tatsächlich einer der Sheets, aber da kommen wir von hier aus nicht hin. Dazu müssen wir hier hingehen, zu meinem anderen Eingang. Das müsste. Und den habe ich zuerst gefunden. Ja genau, den habe ich zuerst gefunden. Das war der Schwindelmodus. Ja, weiß ich. Also da, ja, ihr könnt ja mal kurz anmachen. Hier, Schwindel. Also, ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Also. Ja, wie ihr vielleicht erkennen könnt, gibt es auch neue Texturen und einiges andere, das zeige ich euch später noch, weil alles noch neu gekommen ist. Das Spiel sieht jetzt wirklich noch deutlich noch besser aus. Aber erstmal die Sheets finden wollen, zeige ich jetzt mal kurz schnell die Sheets, so schnell es halt geht. Da könnt ihr auch schneiden, pipapo, ja, wie jetzt hier. Wir nehmen mal okay, hier habe ich schon den. Okay, die sterben alle durch den Violator. Ich hab's. Es gibt auch eine weitere neue Waffe. Hallo? Noch eine weitere neue Waffe. In dem Spiel jetzt. Aber wie gesagt, das zeige ich euch gleich. Erstmal kommen wir jetzt zu den Städten. Der Violet ist auch stärker geworden. Die sterben ja so schnell dadurch. Hier habe ich schon diesen Daueraufladding. Ja, das nennt sich leichte Seele. Das habe ich euch ja auch im Special 1 Video schon gezeigt und auch im Let's Play. Ja, ich habe gerade, ich glaube gestern oder so, die letzten Part von Shadow Man runtergeladen. Und ja, dann kam tatsächlich ein Update. Auch noch war ich schon ein bisschen früher. Wegmachen. Jetzt müssen wir erstmal hier hochspringen. Ah nein! Ah! Fluch! Ja, wie gesagt, die Sheets zu suchen ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, nee, das ist sogar noch der andere. Ja, wir werden gleich sehen.
Oh, sehr schön. Das war der erste, den ich gesucht habe, ne? Da war das der zweite. Ja. Das ist ja egal, ist halt einer von den beiden. Das letzte, ja doch, das war der, den ich als erstes gesucht habe, der hier war, genau. Der war, oder, nee, doch nicht, stimmt nicht, ich habe erst den anderen gesucht. Ich hab den halt als zweites gesucht, der hier war. Genau. Hier ist dieses. Hier kann man ja diesen Käfig rufen, der einen. Da sind auch neue Gegner dazugekommen. Da kann ich jetzt schon einen gesehen haben. So, mal hier rein. Gleich da, Freunde. Ja, den habe ich, glaube ich, als zweiten gesehen. Ja, der war wirklich relativ simpel. Der hat jetzt ersten, jetzt zweiten eigentlich gesehen. Ja. Oh nein, wieso? Hier ist er jetzt nicht ausgestiegen, was soll der Scheiß? Oh. Was war das jetzt für eine Scheiße? Wieso ist er jetzt nicht ausgestiegen? Mir tut mir jetzt leid, das ist jetzt nicht so gewollt gewesen. Weiß ich jetzt nicht, warum wir jetzt da nicht. Wir haben auch mehrere neue Gegner bekommen. Unter anderem Würmer, die halt random irgendwo auf den Boden schießen und so ein bisschen eklig sind. Im normalen Modus geht es erstmal, aber im schweren Modus, aber das kommen wir halt später mehr. Auch hier im Asyl gibt es neue. Ich weiß gar nicht, ob wir gleich welche sehen werden. Neue Gegner. Ja, den da zum Beispiel, ist hier, der ist jetzt leider ein neuer Gegner. Ja, hier, da ist auch so einer, hier seht mal. Der hat jetzt so zwei so Waffen und Kapuze und die gab es vorher nicht, ja, die sind auch neu. Ja, hier, der schießt ist tatsächlich in diesem Raum hier. Den habe ich auch nur durch Zufall entdeckt. Jawohl. Nämlich genau hier oben. Die hängen auch wieder eher durch Super als durch alles andere entdeckt. So. Oh Gott, ich bin fast tot, ey. Hier ist ein Schweiner, ne? Ja, okay, wir warpen uns hier weg. Und der andere befindet sich. Ja, wir haben jetzt auch eine Anzeige, wo noch was zu tun ist. Hier ist zum Beispiel Siege Legion. Finde den T. The Warp More. Genau, wir haben auch schon, ich kann kein Französisch, da kommen wir gleich dazu. Jordi sprechen, na gut, ist eine Umgebung. Normalerweise müsste doch hier noch der Sheet angezeigt werden. Ne? Der wird nicht angezeigt, okay. Interessant. Ja gut, vielleicht weil ich ihn schon habe.
Vielleicht wird er aber nur den angezeigt, wenn er noch nicht hat. Das kann sein, dass er nur den angezeigt, wenn er noch nicht hat. Wird auch angezeigt, finde die das Geheimnis, oder ja, das Geheimnis hier, dass ich hier immer reinspringen, durch das Wasser durchschwimmen. Da müssen wir durch die Lava, ich werde nur überlegen, jetzt so die schnellste Langfliege, wo das war. Das war eins der letzten Gebiete, wo man hier hinkommt bei den Lavadukten. Also, wo ich hier was jetzt hinkomme, ich bin hier nicht, hier rum. Eine zwei, hier müssen wir in der zweite Lavabecken schwimmen. Vielleicht schaffen wir das. Vielleicht hätte ich da hinten schwimmen. Nein, ich würde nein. Ja, die Weile ist gefunden, ist egal. So, und dass wir nicht sterben, so. So, Freunde. Ich glaube, müsste der da sein. Genau das ist die Stelle, die er sucht. Ja, es wurde jetzt auch verbessert, dass er jetzt über Zäune und weiter rüber schießt und nicht immer wie davor, dass er immer gegen die Zäune schießt. Also wir haben auch hier ein stärkerer. Die wurden auch, glaube ich, ein bisschen verändert. Die haben, glaube ich, auch noch eine zweite Waffe in der Hand. Ja, und einige Gegner können auch neue Angriffe, zum Beispiel die mit den Schießgewehren. Ich weiß nicht, ob das nur im Hard Mode ist oder ob die den. Ach ne, wir müssen, Moment, wir müssen da rüber. Ich weiß nicht, ob das nur im Hard Mode machen oder auch im normalen Mode. Diese mit dem Schießgewehr, die Gegner. Diese, so schwarz mit den weißen Klamotten. Die können jetzt auch Flammenwerfer machen und Granaten werfen. Auch gefährlich jetzt. Ich mach mal kurz Fackel, damit wir was sehen. Und zwar gehen wir hier in diesen kleinen Raum rein. Mal kurz in den Eingang. Weil jetzt wieder die Kultur. Nein, besser als nichts. So, dann hier rauf. Und dann hier ist, seht ihr dieses Loch, was wieder zurückführt in den Raum, wo wir gerade waren, in den größeren Raum. Ja, da springt man rein. Und da bekommt man das zweite. Das ist, das ist ganz interessant eigentlich. Ja, ich könnte mal kurz gleich in der Hand behalten. Nein. Das ist ganz interessant eigentlich, und zwar Alpha-Gegenstände. Wenn man das anmacht, das ist wie bei, wie für Shadow Man ja auch gibt, dann sieht das halt aus wie, ja, in der Alpha, also in der, für eine frühe Version der Gegenstände. Zum Beispiel das Schild. Da kann ich mal kurz hier, ne? Oder Rayolid habe ich noch gar nicht geguckt, wie der aussieht. Der Rayolid sieht auch noch ganz anders aus. Weniger detailreich, weniger Polygonen und so, der Schlüssel. Ach Gott, so sah der Schlüssel mal aus. Ach Scheiße. Dann auch die Shadowgun. Die Shadowgun sah natürlich früher anders aus. Die sah früher halt genau wie die normale Waffe aus, bloß. Die haben sie erst jetzt im Remake geändert, dass die so ein so totkopfmäßig aussieht. Hier. Ja, also geht scheinbar für alle Waffen. Hier zum Beispiel für den Raton hier. Ne, oder den. So. Das war jetzt für die Sheets, also für alle, die jetzt für dich für die Sheets interessieren. Ne, das waren jetzt die beiden Sheets. Wie gesagt, der eine, wie gesagt, im Maschinenraum. Aber in einem Bereich, den man über das Gefängnis erreicht, anders kommt man da leider nicht hin. Und der andere halt hier in den Lavadukten. Wie gesagt, mir wird jetzt immer noch angezeigt, wenn ihr irgendwo noch was habt, wie hier zum Beispiel,
Ne, das werden wir jetzt als nächstes machen. Jordi sprechen und so weiter. Das finde ich ganz cool eigentlich gemacht. Wir werden jetzt hier hingehen. Und zwar genau deswegen, um den TT zu finden. TT im Mord oder keine Ahnung. Ja, und zwar ist das eine neue Waffe. Und zwar ist das die Waffe, die die Echtform gegen uns einsetzen. Die ist wirklich relativ stark. Ja, und es gibt auch neue Türen tatsächlich. Ja, die ist noch zu. Warum die zu ist, die muss man... Aber die nützt uns noch nicht viel, weil die viel zu einer weiteren Tür, die auch noch geschlossen ist, von woanders öffnen. Mal der hier? Nee. Der war nicht, hier müssen, glaube ich, noch einen höher. So. Die Tür noch mal bestätigen, so. Obwohl wir die eigentlich schon haben, aber irgendwo bleibt die Tür trotzdem abgeschlossen. Das müsste die auch sein. Genau, jetzt ist er auf. Und wie gesagt, wir könnten uns hier warpen, nützt uns noch nichts, weil die andere Tür auf der anderen Seite noch abgeschlossen ist. Und zwar müssen wir jetzt... ja, wo gehen wir denn am besten lang? Dahin. Dann gehen wir hier lang, oder? Das dürfte am schnellsten gehen. Oder? Nee, warte mal. Warte mal, nee. Ja. Muss jetzt wohl überlegt sein, wo wir lang gehen. Wir müssen hier lang, genau, wir müssen nicht hier lang, sondern war das hier? Ja, genau, hier ist richtig. Wir müssen jetzt zu... Genau, hier sind wir richtig. Hoffe ich, ja, genau. Ja, Energie können wir ruhig mitnehmen. Die werden wir brauchen. Kann ich jetzt erstmal reingehen? Hallo? Auf uns auf zu. Wenn wir jetzt gleich an eine Stelle kommen, die ganz verändert ist. Nein. Hallo? Nein. Wie es ganz verändert ist, also wie hier anders als es vorher mal aussah. Und warte, ich werde mal kurz das Geheimnis nochmal ausstellen, damit wir das auch richtig sehen. Bei der wird ja wahrscheinlich auch dann anders aussehen. Und zwar kommen wir jetzt genau hier raus. Okay. Gut. Und hier haben wir so einen Schädel von so einer Echtform. Und das ist ja tatsächlich eine Waffe. Die braucht auch Voodoo-Energie und die schießt halt die Dinger ab, die sind zielsuchend und relativ starr. Und... warte mal, wie war ich denn beim letzten Mal da hingekommen? Dann bin ich rückwärts zurück. Dann durch. Ja, ich glaube, wir gehen einfach schnell vorwärts, durch schneller.
ist auch vom Spiel so gewollt. Und zwar gehen wir jetzt mal kurz hier rein. Jetzt werden wir einen neuen Bossgegner noch aufsuchen und besiegen. Und zwar die Seraphine Queen. Heißt das Ding. Es gibt auch tatsächlich zwei neue Achievements. Nein, die sind in der Gift geflogen. Ja, und auf dem Weg dahin möchte ich euch noch erzählen von dem harten Schwierigkeitsgrad. Ich habe den schon angespielt, habe den ersten Tempel schon, also mit dem Toucher und durch. Aber die Hölle vorher, das ist die Hölle, ey. Man nimmt doppelt so viel Schaden, die Waffen verursachen weniger Schaden. Nee, hier müssen wir nicht lang. Doch, hier müssen wir lang. Hier runter. Genau hier. Da müssen wir hier unten hier durchtauchen. Und zwar ist es da, wo in diesem Bereich dieser Wunschspreizer war für die nee, geradeaus. Nee, rechts durch dieses Tor. Hier muss ich jedes Mal neu orientieren. Rechts, und zwar wo der Wunschspreizer war in diesem Gebiet. Ihr erinnert euch vielleicht, da schwimmen wir oder gehen wir jetzt noch mal hin. Hier geht immer durch ohne Gräuel. Da gibt auch keinen schnelleren Weg mehr. Und dann, ob das nicht schon alles schlimm genug wäre, gibt es auch viel mehr Gegner. Wie gesagt, es gibt halt diese neuen Würmer, die können wir auch im leichten Modus auch. Also im normalen Modus. Jetzt ist das hier leicht oder normal. Das heißt, gibt das normal. Der andere Modus heißt der Horror. Und glaubt mir, das ist nicht untertrieben. Es ist Horror. In den Tempeln gibt es viel mehr Fallen und echt brutal. Echt nicht übertrieben, das ist echt wirklich extrem heftig, was da abgeht. Und ich glaube, wir haben das geändert. Ich glaube, hier war wirklich vorher eine Konsole, oder? Also ich nicht da irgendwie. War doch vorher mal eine Konsole, ne? Hier wieder rein. Das hat mich echt erstaunt, dass noch mal so ein großes Update gekommen ist wie das Spiel. Also dass nicht nur einfach ein paar Verbesserungen, dass irgendwelche Glitch beseitigt werden oder weiß ich was, sondern wirklich heftiges Update. Also wer hätte das gedacht? Hier ist tatsächlich die andere Seite der Tür. Ja, wenn man die Tür hier hoch macht, dann kann ich hier anschauen. Hier würden wir herkommen, wenn wir da geworbt hätten, dann würden wir genau hier rauskommen. Also nochmal eine Art Abkürzung. Aber das geht erst halt, wenn man einmal hier war und die Tür geöffnet hat, aus welchem Grund auch immer. Dann auch hier, da könnt ihr schon die grafischen Veränderungen auch sehen. Und ja, gehen wir hier mal rein. Hier müsste jetzt halt der, genau, hier hat sich auch ein bisschen was verändert. Heiliger Himmel!
Das ist entsetzlich. Scheiße. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Also wird eigentlich schon können, also nichts flüchten. Dann macht sie unsichtbar. Aber wirklich schwer, sie unsichtbar. Also ich denke mal, im Schwermodus muss es schon sehr gut sein. Das war schon. Jawohl. Aber es gibt nicht die Aufgabe, Siege die Seraphim-Queen oder so. Also war schon. Also, ich denke mal, im Schwermodus wird es schon heftiger sein. Hier kommt man auch, ja, hier seht ihr Pfeil-Dinger. Ich glaube, das Gitter gab es vorher auch nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es diese... Aber ich glaube, das hier war auch anders vorher. Ich glaube, diesen Dinger gab es vorher auch nicht. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Dahinter war ja so ein Kado, ne? Die habe ich ja alles schon eingesammelt in dem Durchgang. Dann, ja, hier geht's halt, ja, hier, das müsste ich jetzt wirklich nicht zeigen. Hier geht's halt, hier war halt der Wunschpreiser etc. Ja, das war eigentlich wichtig, was ich euch zeigen wollte, halt eine neue Waffe, eine neue, ein paar neue Sheets halt. Und ja, dann möchte ich euch noch mal kurz zeigen hier. Jedes Mal, ja, das war das Falsche, ne? War glaube ich das, war ich der Toten, das ist der dunkle Ohr. Nee, das war falsch hier oder nicht. Nee, da auch nicht. Hier wollte ich. Aber hier können wir nochmal deutlich sehen, dass sich doch einiges verändert hat. Ja, ich würde gerne, wie gesagt, ja, ich habe wieder den Schwermodus angefangen. Und eigentlich kommt da auch immer noch einer, oder? Ja, ihr seht, hier gibt es jetzt solche Statuen, ich weiß nicht, soll das, ob der Gentleman sein soll oder irgendein anderer, der so ein bisschen die Welt trägt wie Atlas. Und diese Gesichter hier überall. Und dann ja, seht ihr, dieses cooles Tor ist ja jetzt. Hier, das ist nicht geöffnet, warum auch immer. Mit einer coolen Tür jetzt und so. Und wenn man das jetzt öffnet, dann eigentlich sollte das Ding offen werden. Aber das schließt sich denn jedes Mal, wenn man das verlässt. Sieht alles ganz anders aus, ne? Also da ist eine Menge, ja, dann hat man hier auch noch mal so einen Totenkopf mit so glühenden Augen und so weiter und diese Fackeldinger und so ganz viel. War ja vorher alles Wunder von meiner, ich wusste, dass da einer kommt. Ich glaube auch, sind hier auf dem Boden gab es auch nicht. Ich muss mir noch mal meine alten Parts angucken. Ich glaube, das gab es hier auch nicht. Ich werde das Video nachher gleich fertig machen und hochladen. Ja, das Update ist, muss erst die Tage rausgekommen sein, also. Also, ja, hier oben da die Stacheln, also die haben eine Menge wirklich neu gemacht. Das ist eigentlich nicht einfach nur, ne, also wirklich, wie ihr seht, diese ganzen Gesichter, die gab es ja vorher alle nicht. Und die Säulen, glaube ich, waren auch anders, ne, in Lautsprechern und so. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was die sich hier, was die für Mühe sich gemacht haben. Echt interessant, finde ich, dass sie da nochmal so viel Energie in das Spiel gesteckt haben. Also das heißt, das sagt uns, zeigt uns doch, dass das Spiel nicht schlecht gelaufen ist. Also, dass sie das Remake nochmal gut verkauft haben. Und sonst hätten sie ja nicht so viel Arbeit da drin gesteckt und sich nochmal so viel verändert und so, ne? Und ja, das war eigentlich so das Wichtigste, was ich euch jetzt nochmal zeigen wollte. Ja, ich habe jetzt noch nicht alle Gebiete nochmal komplett neu erforscht. Soweit war ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe, wie gesagt, wir könnten ja nochmal, ja, hier kann man nochmal mit Jaunty reden. So. Ich glaube, wir gehen hier nochmal kurz hin, da können wir noch, kann ich euch nochmal die Würmer zeigen. Vielleicht tauchen die da irgendwo, die müssen eigentlich irgendwo auftauchen.
So. Naja, das Zielen funktioniert auch ein bisschen besser, wie es aussieht. Ich will noch mal kurz gucken. Ich glaube, das müsste nur im Schwer so kompliziert sein. Ja, hier im Schwer wäre hier zum Beispiel der erste Feuerspucker gewesen. Und dann gibt es auch die Feuerspucker, gibt es nicht nur als Feuerspucker, sondern auch als Flammenwerfer. Hier wäre auch, auch einer dann. Hier wären drei Stück, also da hinten an der Wand, drei Stück sind da drin im schweren Modus. Die ballern halt in jedes Mal in einem Render-Modus irgendwie. Echt heftig. Ich glaube, hier waren auch mehr so Stacheln. Die Stacheln auch viel mehr. Ja, und hier in dem Raum ist der wieder vor. Hier waren im schweren Modus. Ja, hier. Weil so Würmer sind echt heftig, wenn im Leichtmodus oder im Normalmodus geht's halt noch, aber im Schwermodus da ist mal ruckzuck tot, wenn die einen einkesseln oder so. Und weil ich einfach hier sind auch viel mehr Stacheln, also das ist wirklich Wahnsinn. Und wir haben diese Flammenspucker, ne, die hier, ich glaube hier hinten müsste einer sein, ich glaube hier waren auch mehr. Hier ist jetzt nur der eine, beim anderen Modus ist glaube ich noch einer, der in die andere Richtung ausspuckt. Und da gibt's auch, die gibt's auch als Flammenwerfer denn im schweren Modus. Ich glaube hier war auch noch einer, denn hier waren auch viel mehr Stacheln. Hier war noch einer und da glaube ich auch noch. Hier war noch einer, der hier lang gespuckt hat. Da muss man halt hier noch vorsichtig ran. Und hier waren halt alles, das ist alles voller Stacheln denn und das ist wirklich Wahnsinn. Ja, was hier abgeht in dem neuen. Der Modus, wo die Eckhölle. Ja, ob ich das je durchspielen werde, weiß ich noch nicht. Da bin ich noch nicht sicher. Ob ich da den Drive zu habe, aber ich habe es halt mal angefangen. Wie gesagt, die ersten Tempel habe ich schon gemacht. Aber am Anfang, dass es eine gute Waffe gibt, überlege ich erst in die Experimentierräume zu gehen und versuchen, die mir zu holen. Also, ich denke mal, die würden schon hilfreich sein. Ich habe nicht allzu viel Energie verballert. Ja, und die Gegner hinterlassen nicht mehr automatisch Energie, wenn man die besiegt. Das machen sie nur ganz, ganz selten. Das kommt auch noch dazu. Ein Schwermut, aber es ist wirklich, wirklich schwer jetzt. Das Ziel funktioniert auch viel besser, also kann ich wirklich sagen. Ja, wie gesagt, ja, man kann überall sehen, dass die Texturen deutlich, deutlich besser und so aussehen. Das ist wirklich, also muss ich ehrlich mal sagen, echt geile Nummer. Ich frage mich, ob das ein Hinweis darauf ist, dass vielleicht auch der zweite Teil noch umgeht. Ich werde mir mal umgucken, ob das. Ja, das Spiel gibt es ja schon einige Zeit, ich glaube, keine Ahnung. 2020 oder noch länger? Ja, ich muss jetzt, glaube ich, nicht einfach mal zeigen, oder? Ja, wir hatten diese Seele aus dem letzten Level hier, ne, aus dem Pogometer, früher mal die Unterstadt, die wird zwar nirgendwo angezeigt, in keinem Menü oder so, weder hier noch sonst irgendwo, aber die heißt halt leichte Seele. Ich weiß nicht warum, aber die heißt so. Und warte, mach sie doch mal an. Na doch, sieht doch ein bisschen anders aus. Und hey, irgendwie heißt Roma, derzeit Worm so rein. Überall jetzt hier. Ja, auch die Tore sehen jetzt viel, viel besser aus. Also die haben wirklich viel Arbeit da reingesteckt.
Also hier machen die auch wirklich nicht erst wie Schaden, aber... Also wir haben sich wirklich nochmal sehr viel Mühe gemacht mit dem Spiel. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet. Warum es so ist, kann ich euch leider nicht genau, oder kann ich euch nicht genau sagen. Wie gesagt, müsst ihr mal recherchieren, ob der zweite Teil vielleicht schon gibt oder im Kommen ist vielleicht oder so. Vielleicht angekündigt ist. Oder vielleicht gar ein ganz neuer Teil. Aber wie gesagt, zeigt mir, also meiner Meinung nach, dass das Spiel relativ... Oh ja, ich bin hier im Haus runter. Aber ja, die Funktion der vier Dinger ist auch nicht stärker. Hier ist auch ganz cool. Ach ja, und es, noch eins. Es gibt auch noch neue Bilder hier. Es gibt jetzt viel mehr Bilder. Geh mal kurz durch, ihr könnt ja den anhalten. In dem Buch, das ist auch noch dazu gekommen. Ich glaube, die kennen wir alle schon. Das könnte zum Beispiel neu sein. Möglicherweise auch. Jetzt viel, viel mehr Bilder. Betty, ja, das ist eigentlich ein geiles Bild hier. Betty, Betty und Betty, ja. Ja, das ist sie, die Seraphim Queen. Ja, dann geht jetzt mal durch, ihr könnt euch an das Video anhalten, wenn ihr ein bestimmtes Bild euch angucken möchtet. Da ist links dieser nochmal Wort, ne? Wort hieß der. Mit drauf in die ganzen Punkten gehen und so. Dort die. Hier wird dann noch ein paar mehr mit halt drauf, ne? Das sind halt die Schurken, die Bösewichte. Oh, we are many, denn unser sind viele. Ja, ich glaube, den Boss haben sie auch ein bisschen stärker gemacht. Der hat auch ein bisschen mehr Ausgang im Kampf. Die kennen wir schon, ja, diese nackte oder so gut wie nackte, die echte Form. Die Chips her. Eine echt Form. Ja, hier. Das dürfte neu sein. Spike. Legion. Jack the Ripper. And the Violator. Schattenmaske. Das sind wir schon. Ah, dann hier die. Jetzt kommen ein paar neue. Da weiß ich nicht, was das darstellt, aber weiß ich nicht. Ja, hier eine Sadomaso-Geschichte. Frau mit so einem Penis. So ein Dildo im Mund oder keine Ahnung. So ein Horn. Eine wilde Metzger hier oder was auch immer. Noch eine Sadomaso-Geschichte. Ja, verschiedene Zeichnungen, keine Ahnung, die alle bedeuten. Da steht auch ein bisschen was dabei, könnt ihr nochmal lesen. Habe ich noch nicht so genau hier durchgelesen. Keine Ja, die meisten Sachen davon wurden halt nie wirklich umgesetzt und so, ne?
hier andere Waffen und so. Also hier kommen jetzt so ein paar Läufer und so, ganz komisch. So auf so Stelzen und hier sind die Würmer. Hier sind wir nochmal die Windmühle. Eine Echtform. Eine Waffen, zwei Waffen. Vielleicht ein Shadow Man. Hier ein Spinki oder so etwas. Shadow Man. Hier wieder ein Stelzenläufer. Verschiedenen Schwestern oder so, keine Ahnung. Oder hier noch mal. Hier eine Dame, keine Ahnung. So, nein. Hier nochmal so ein Ding. Ja, hier, keine Ahnung, was der Truppenmagazin sein soll. Da ist hier ein Vogel ohne Federn oder sowas. Nochmal so ein Vogelding. Mann. Gabi. Ja, hier nochmal irgendeine Leitung. Hier nochmal Gegner, die mit dem Haken und so weiter. Level Boss, okay. Ja, das wollte ich euch nochmal gezeigt haben, ne? Taschenlampe. Ja, ich denke mal, Freunde, das war zu weit. Denke ich mal, ja, der Part ist hier irgendwie lang genug. Ja, ich denke mal. Ja, ich finde das Spiel sah ja vorher schon nicht schlecht, aber jetzt sieht es nochmal viel besser irgendwie aus. Keine Ahnung. Alles hat, kann man ja natürlich durch Feuer gehen und so weiter. Dann stört einfach ja gar nicht mehr. Ja, ich denke, sie haben schon wirklich einiges an Mühe gegeben, um das Spiel jetzt noch ein bisschen besser aussehen zu lassen. Das sieht man auch überall, auch in dem Asyl und so weiter, dass die Wände haben neue Texturen bekommen. Irgendwie das Wasser oder Blut soll auch anders sein, keine Ahnung. Ja, die kann man nachlesen, wenn man halt hier bei hier auf Start geht, also Optionen, die Optionstaste, wie es ja jetzt heißt, hier unten beim Update-Verlauf, da kann man alles nochmal nachlesen, was da alles neu ist. Ja, ist egal, ne, und Michael, ja, komm hierher! Mikey, was ist los? Ja, du siehst noch gestresster aus als... Das, wo Sherman halt sagt, dass die Prophezeiung in Erfüllung geht und Nettie im Koma liegt und so weiter. Ja, also das wollte ich euch nur mal gezeigt haben, ne? Meine Freunde, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wie gesagt, ich werde im anderen Video noch einen Link reinmachen, dass ihr das, aber wie gesagt, das ist egal jetzt, aber wie gesagt, hier liegt Nessie natürlich rum.
irgendwie Altar an und alles. Und hier die alles irgendwie cooler aus hier oben. Das ist der Wahnsinn. Maria mit dem Kind. Ja, die haben wirklich nochmal sehr viel Arbeit und Mühe da reingeschickt, das Spiel. Ja, warum die jetzt alle mit Einfluss tut, das ist auch nicht normal, wenn ich nicht aber. Ich hab's. Und ich weiß, ich glaube, die wird sich jetzt auch neu. Bin mir eigentlich relativ sicher. Geht da irgendwas drauf, was man lesen kann? Nee. Ich bin eigentlich relativ sicher, dass die hier auch neu ist. Die war vorher doch auch nicht da. Die Engels Statue. Wir können mal kurz gucken, ob hier unten noch was ist. Ob hier was geändert haben an den. Ja, auch die Lichteffekte sind teilweise schöner geworden. Die Lampen sind schöner geworden. Die haben wirklich sehr viel Arbeit hier nochmal reingesteckt in das Spiel. In Loving Memory May. Nee, das ist immer dasselbe. Das ist immer noch scheinbar dasselbe. In Loving Memory. Aber sieht trotzdem, denke ich, auch besser aus als vorher. Aber ja, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, dieses Display ist abgeschlossen leider. Lieber ist halt leider irgendwas vorbei. Und ja, abgeschlossen war es schon eine ganze Weile. Ich habe den letzten Part aufgenommen. Ich hab's. Hochladen ist er jetzt auch inzwischen. Ich hab's. Das Problem ist, ich muss noch ein paar. Halt habe ich nicht für andere Let's Plays machen, zum Beispiel für Dings. Star Wars. Oder nicht? Welche Höhe habe ich auch noch gar nicht da unten an? Okay, hoppla! Irgendwas neu. Anders. Scheinbar nicht wirklich. Ja, man kommt immer noch nicht wieder hier hoch, richtig? Nee. Ja, okay, Freunde. Schluss mit lustig. Vielen Dank und bis zum nächsten Part. Zum nächsten Video, was auch immer.